Alter, wie schnell wir werden, wie schnell wir werden. 80 km/h. 100, 100, Alter. Alter, Alter, übertreib. Alter. Oh mein Gott, 100 km/h, 100 km/h. Wow. Moin, hallo und auch herzlich willkommen zu dem ersten Let's Test hier auf diesem Kanal. Nivok LP, der Name? Jaha. Und, ja, hier sehen wir einen Bildschirm, der im Hintergrund bläulich ist. Und hier sind so lilane oder pinke Punkte, die scheinbar glitzern sollen. Ja, nicht. Nein. Und es handelt sich hier um den Bus-Simulator. Und ja, ich würde mal sagen, wir reden erstmal gar nicht lange um den heißen Brei und starten einfach mal ein neues Spiel. So. Oho. Jetzt sind wir in dieser Welt hier. Ja, ganz toll. Und ich kenne das hier jetzt zwar schon. Dadurch, das erzähle ich gleich, warum ich das hier jetzt schon kenne. Ich gebe erstmal die Daten ein. Persönliche Daten. Gebe hier bitte den Namen ein. Nicht der Bus-Simulator. Mann, was ist los? Es ist noch früh am Morgen. Nicht der Bus-Simulator, sondern der Bussi-Mulator. Das bin ich. So. Geburtstag 1.1. Stimmt zwar nicht, aber okay. Und dann werde ich im nächsten Jahr 100 Jahre alt, das kommt hin. Notiere die Fahrernummer und das Passwort. Bewahre beides gut auf. Moment, die notiere ich mir auch mal eben. Das ist das und 8193. Sehr gut, so. Einsteiger, weil ja, Einsteiger ist passender. November, ja, da sieht man auch, dass es noch recht früh ist. Geh zur Halle und betätige den Schalter links neben dem Tor. Betrete danach die Halle und geh zur vorderen Tür des Busses. Steige anschließend in den Bus und drücke die Taste C, um hinter dem Lenkrad Platz zu nehmen. Okay, Chef. Dann gehen wir da mal hin. Ich kann noch rennen. Noch. Kannst auch Gelenkbus aktivieren. Beim Werkstattplan. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zu dem Bus. Hier ist der Schalter. Der benannte. So. Mit E? Nö. Hallo. Ah. Einfach nur drauf klicken. Okay, man kann auch durchgehen. Meinetwegen. So, hier rein. Mit C. Und Zündung an. Mit F7 kann man sich alle existierenden Listen auflisten lassen. Wähle eine Linie aus, dann drücke weiter. Okay. F7 würde ich dann auch mal sagen. Und dann nehmen wir mal eine beliebige Strecke. Och, die sieht ja recht kurz aus. Ich glaube, den nehmen wir erstmal, das ist in dieser Folge eh noch nicht so wichtig. Das müssen wir jetzt auswählen. Normal schon. So, sorry, ein kleiner Cut. Eigentlich sollte man das schon immer gleich am Anfang der Folge auswählen, aber ich erkläre, warum das in diesem Fall anders ist. Das mache ich gleich. So. Bordspannung einschalten mit E. Und ja, da haben wir auch schon den Grund.
Hier kann man den Sitz einstellen. Ich kann zwar hier so F1 machen, F2, F3 geht auch noch klar, F4 auch, F5 auch noch, aber F6 nicht mehr, denn F6 ist meine Aufnahmetaste. Und da war in der letzten Folge, also in der allerersten, die ich gemacht hatte, das Problem, dass ich F6 betätigt habe, um den Sitz einzustellen, habe aber nicht dran gedacht, dass ich damit aufnehme, und dann war die ganze Folge von Arsch. Und dann habe ich es aber zum Glück etwas später bemerkt, und deswegen sind die nächsten drei Folgen zwar dann auf einmal irgendwo anders, ja, aber dafür habe ich die dann. Aber wundert euch dann nicht, wenn ihr auf einmal, also wenn, ja, wenn es auf einmal irgendwo anders ist. So, gehen wir hier mal ein, die Nummer. 6, 8 ist es. Bestätigen. Sicherheitscode 8, 1. Und die 9 und die 3. So. Okay, hier brauchen wir einfach nur 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 eingeben. Weil wir es ja eben schon mit F7 ausgewählt haben. Und Liniennummer einfach auch nur 3 mal die 1. Richtung ein, okay. Also ne, Richtung ein ist vorwärts und Richtung aus ist rückwärts. Also Linie vorwärts fahren in rückwärts. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Naja, aber egal. So, Initialisierung des Gerätes. Ah, jetzt wird also auf jeden Fall nicht. Es wird nichts Ernstes. Dieses Let's Play. Simulatoren werde ich sowieso nie wirklich ernst nehmen. Also wenn ihr Leute seid, die Simulatoren gerne ernsthaft spielen, so, Glückwunsch, aber dann müsst ihr euch leider einen anderen Kanal suchen. Sorry. So. Dann geht's jetzt hier los. Mit den Pfeiltasten gibt man Gas und lenkt man auch, ja. Und, in dieser Folge geht's auch nicht on Tour. Deswegen war die Route auch recht egal. Es hat ganz cool gemacht mit dem Graffiti da dran. Also darum geht's auch gar nicht hier in dieser Folge, denn in dieser Folge starten, also dann zur Folge machen wir einfach hier mal nur so Sachen, ja, Kassenbeleuchtung und Deckenbeleuchtung. Erstmal Licht an und Warnblinkanlage, Alarm. Keine Ahnung, was soll man hier anmachen? Obere Deckenbeleuchtung vielleicht. Lifting. Ach so, Absenken des Busses. Okay. Was gibt es hier denn noch? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt selber noch nicht so wirklich. Was haben wir hier? Türfreigabe. Quit. Systeminfo. Display durchschalten. Mit dem Numpad kann man hier auch zwischen den einzelnen Dingern wechseln. Elektrische Anlage. Da hinten Motor. Schnellstart. Das kann ich ja. Fahrerfenster auf ab. Was hat sich jetzt geändert? Fahrersitztemperatur hoch. Gebläse an. Ich hoffe mal, es wird nicht zu laut, ne? Aber ich sonst regeln. Das Temperaturstand ist ausgeschaltet. Oh. Ist überhaupt wirklich kalt? Oh ja, minus 3,5 Grad. Ist schon recht kalt. 3,5. 3,8. So, hier Fahrerfenster. Wo ist es? Da. So, also mit Linksklick fährt man es runter und mit Rechtsklick drückt halt, fährt man es wieder hoch. Komm. Put, put, put. So. Hier Seitenrollo. Da habe ich keine Ahnung. Das muss man, glaube ich. Da, keine Ahnung. Da klickt man einfach nur so drauf. Ne, da passiert auch nichts. Rollo vorne. Beginnermodus, Kartenauswurf, passiert nichts. Okay. Action. Es ist schwer mit Dings. Nur mit der Maus hier so rumzuhangeln. Innenspiegel erstmal richtig einstellen natürlich. Wenn einem irgendwie nicht viel bringt. Genau wie den linken Außenspiegel. Und den rechten Außenspiegel. Irgendwie so, keine Ahnung. Was weiß denn ich? Sonnenblenden machen wir mal davor.
Und dann trinken wir noch einen Kaffee, wenn ich jetzt mal. Ja, hier. Geht leider nicht, okay. Ja. Würde ich mal sagen, soweit hier die ersten Einstellungen. Ach genau, Enter war hier an der Kasse. Okay. So, die Nachricht. Wie kann ich die eigentlich aktivieren? Das will ich auch nochmal eben probieren. Mit 9 komme ich dahin. Ich habe keine Ahnung. Lol. Ich habe irgendwie die Lichter da gerade aktiviert. Was war denn das? Ah, mit L. Die Augen schauen dich an. Ja. Wo ich auch gerade mal nachgucken möchte, es gibt hier einmal eine Anleitung. Bei dieser Anleitung, da sieht man, dass fast die ganze Tastatur belegt ist. Also mit einer Konsole wird das überhaupt gar nicht gehen. Und dann ist ja noch etwas bei. Ich falte es mir eben aus. Man kann es zwar nicht sehen, aber ich mache es einfach mal. So. Und zwar. Komm. Da, da, da. Ah, da, 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 so. Auf der einen Seite ist ein Poster, Bus Simulator 2012. Und auf der anderen Seite ist komplett Freifurt. Das ist nämlich die Stadt, in der wir fahren. Ich hoffe, man versteht nämlich noch uns, den König. Das ist eine Stadt von dieser Stadt Freifurt, wo wir hier gerade drin sind. Hier, ja, und so. Hier. So, hier. Ja, das ist alles Freifurt. So, ja. Okay, das war Freifurt. Das ist eine komplette Straße mit allen Straßennamen, eine komplette Karte mit allen Straßennamen und so. Und das ist wirklich richtig fett. Die werde ich zwar wahrscheinlich nie nutzen, aber naja. So, und raus fahre ich in dieser Folge auch noch nicht. Ich kann ja mal rauszoomen. Dann fahren wir einfach noch mal ein paar Mal im Kreis und dann würde ich mal sagen, wundert euch, what the fuck? Uhuah. Alter, wie schnell wir werden, wie schnell wir werden. 80 km/h. 100, 100, Alter. Alter, übertreib. Wow. Alter. Oh mein Gott, 100 km/h, 100 km/h. Wow. Wie schnell wir sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann da. Hilfe. Alter. What the fuck? Oh, wow. Alter. Hilfe, ich bin noch nie mehr im Bus hier so schnell geworden. Alter, ich würde noch ein paar Mal im Kreis fahren. Oh, das hinten ist ein Kollege. Hier, Hupe mit H. Oh, Schock. Uff, Alter. Meine Güte. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dann wundert euch mal. Alter, war es gerade eben schnell. Dann wundert euch mal nicht, wenn wir in der nächsten Folge irgendwo anders sind und es schon etwas dunkler ist und ich glaube, es schneit dann auch. Und dann sind wir schon irgendwie da vorne oder so und dann fahren wir erstmal zu unserer normalen Route. Die ist dann, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber naja, also ich bin erstmal geschockt, was hier, wie schnell man hier werden kann. Geht es auch im Rückwärtsgang? Keine Ahnung. Naja, ist auch egal. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und ja, dann bis dahin. Ciao.